Wir wissen von einem Ort in unserem Universum, an dem wir frei leben können. An dem wir all das genießen können, was wir so lieben. Unsere Erde. Es geht heute nicht mehr nur darum, von A nach B zu kommen. Wir wollen emissionsfrei, nachhaltig und einfach mobil sein. Mein Fahrzeug soll mit meiner Welt vernetzt sein. Die Stadt soll mein Rastplatz, die Straßen meine Spielwiese sein. Staus sind für mich eine verblasste Erinnerung. Jede Steckdose ist meine persönliche Tankstelle. Der Kumpan ist mein Gefährte. Seit 2009 entwickeln meine Brüder und ich Elektroroller unter dem Markennamen Kumpan Elektrik. Mit Herzblut arbeiten wir daran, Benzinmotorroller völlig vom Markt zu verdrängen. Der Kumpan 1954 ist der Kumpan der ersten Stunde. Mittlerweile haben wir drei entnehmbare Akkus mit einer Reichweite von 150 Kilometern. In Kanada fahren unsere Kumpane 65 km/h, verglichen mit Deutschland, wo sie 45 km/h fahren dürfen. Unser Zweisitzer verfügt außerdem noch über eine Boost-Funktion und ein Tempomat, was einfach noch mehr Fahrspaß mit sich bringt. Das Modell 1953 besticht insbesondere dadurch, dass es sehr leicht ist, einen kurzen Radstand hat, also sehr agil ist. Das Modell hat die gleichen Akkus verbaut wie auch das Modell 1954. Das heißt, es ist ein universelles System, was wir verwenden. Der Akku kann an jeder haushaltsüblichen Steckdose geladen werden. Ich habe eine Gesamtreichweite von 150 Kilometern. Damit haben wir den reichweitenstärksten Elektroroller am Markt. Ich habe einen Verbrauch von 99 Cent auf 100 Kilometer. Das ist unschlagbar. Man zahlt für das Modell 1953 3.850 Euro. Wir liegen preislich da sehr nah an der Vespa dran. Der kleinste Kumpan in unserer Runde, das ist das Modell 1950, mein Lieblingsprodukt. Der Clou an dem Produkt ist der innovative Antrieb. Ich habe den Antrieb entweder durch Gasgriff oder aber mit Muskelkraft. Das soll heißen, ich trete einfach ganz entspannt an und dann unterstützt mich der Motor automatisch bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Der Riesenvorteil ist, ich habe mit dem Produkt eine Straßenzulassung. Das unterscheidet uns eigentlich auch hier von der Konkurrenz und kann somit überall fahren. Die Reichweite liegt bei 30 bis 40 Kilometern. Das Leichtgewicht von 13 Kilogramm kann ich ganz entspannt einklappen, auf meine Schulter legen, in die Wohnung tragen oder aber entsprechend in den Kofferraum packen. Mit unserem 35-köpfigen Team verändern wir mit Leidenschaft die Elektromobilität. Und das tun wir hier tagtäglich in Remagen, wo also Produktentwicklung und Produktdesign stattfindet. Die größte Herausforderung ist hier, innovative Technik mit klassischem Design zu kombinieren. Vom Rahmen bis zum Akku entwickeln wir die Kumpane zu smarten Mobilitätsfundern. Mit LG, Ansmann oder aber Continental haben wir namhafte Hersteller als Zulieferer. Als deutscher Hersteller erfüllen unsere Produkte alle Voraussetzungen, unsere Kumpane weltweit vertreiben zu können. Wir haben 200 Händler und Servicepartner deutschlandweit, die unsere Produkte verkaufen bzw. auch warten. Wir haben zudem seit einem Jahr den ersten Kumpan-Store in Montreal eröffnet und haben somit bewiesen, dass auch unsere Produkte im Direktvertrieb vermarktet werden können. Dasselbe gilt natürlich auch hier für den Standort Remagen. Das heißt, wir verkaufen seit anderthalb Jahren hier ab Werk und möchten dieses Vertriebskonzept auch weiter skalieren und in die Großstädte dieser Welt tragen. Unsere Roller sind smart, das heißt, die sind wunderbar geeignet auch für unzählige B2B-Konzepte, unter anderem auch das Scooter-Sharing. Das werden wir weiter forcieren. Und zudem haben wir Delivery-Scooter entwickelt mit unseren Kumpanen. Pizza-Lieferanten oder Sushi-Lieferanten können unsere Roller mit einer entsprechenden Delivery-Box versehen und dann die Kunden mit deren Essen beliefern. Unser Zubehörprogramm ist
eine logische Abrundung von unseren Fahrzeugen. Bedeutet, wir haben um die Roller herum Zubehör entwickelt. Das sind Rollergaragen, das sind Helme, das sind Bremsscheibenschlösser. Also alles, was dazugehört, alles, was sich der Kumpanfahrer im Endeffekt kaufen möchte. Allein in 2021 werden voraussichtlich 160 Millionen motorisierte Zweiräder verkauft werden. In China sind es schon heute 10 Millionen motorisierte Zweiräder. Der Markt, in dem wir uns bewegen, der ist einfach riesig. Bricht man das runter auf Europa, reden wir da über 1,2 Millionen Fahrzeuge, die darauf warten, durch Kumpane ersetzt zu werden. Städte wie München, Genua und Tübingen fördern schon heute den Kauf von Elektrorollern und damit die Abschaffung der Benziner. Liebe Kompanisten, mit eurem Investment möchten wir unsere Internationalisierung, unseren Vertrieb, unsere Produktion weiter voranbringen. Werdet von Kompanisten zu Kumpanisten und somit Teil der elektrischen Revolution. Gemeinsam können wir das Straßenbild von morgen prägen.